Ja, wir sind jetzt wieder bei der Buchmesse, ganz klar in Frankfurt. Und neben mir ist jetzt Sebastian Oehler von Reprodukt. Hallo Sebastian. Hallo. Der zweite Tag. Bist noch gesund? Noch geht es, ja. Noch geht es. Denn irgendwie ist ganz eigenartig, dieses Jahr scheinen viele krank angereist zu sein. Und nicht abzureisen. Bei uns sind alle gesund, bisher auf alle Fälle noch. Das ist schon mal gut. Ja, wir wollen über das Programm von Reprodukt sprechen und mal ein bisschen reinschauen, was ihr momentan veröffentlicht, was ihr an Highlights mit dabei habt auf der Messe. Und da kannst du natürlich sicher eine Menge dazu sagen. Ja, also im Grunde genommen der Schwerpunkttitel von Guy Delisle, Ratgeber für schlechte Väter, der ist schon vor der Buchmesse ausgeliefert worden. Ist super, ein kleines Taschenbuch, 12 Euro, an die 200 Seiten. Eben Guy Delisle, wie man ihn normalerweise nicht kennt, eben nicht in fernen Ländern unterwegs, sondern einfach nur als Vater, der sich des Öfteren im Grunde genommen einen leichten Ausweg mit den Kindern sucht oder sehr unpädagogische Sachen mit den Kindern anstellt. Sehr lustig, sehr zu empfehlen. Jetzt direkt auf die Messe gekommen ist Jim Curious von Matthias Picard. Waren wir sehr froh, dass es geklappt hat. Das ist gestern, also am Buchmesse Donnerstag, ist das per UPS angeliefert worden. Ein wunderschöner 3D-Comic, so wie ich das bisher eigentlich noch nicht gesehen habe. Und das ist einer der Titel, die bei uns im Erwachsenen- und im Kinderbuchprogramm angeboten worden sind. Da wird es dann auch zwei 3D-Brillen dabei geben, damit man sich das Ganze mit seinem Kind anschauen kann. Ich zeige das mal kurz, das ist mit Mikrofon etwas schwierig. Das heißt, das ist natürlich ein Titel, den wir jetzt fast schon nicht zeigen können, weil da müssen die Leute ja jetzt eine 3D-Brille sich anziehen. Aber man kann es ein bisschen erahnen, ja, dass das eben schön 3D mit. Da fällt gerade die 3D-Brille raus. Die könnte man ja vor die Kamera halten, die 3D-Brille. Und mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ja. Jetzt ist ja 3D in gedruckten Erzeugnissen nichts Neues. Das gab es ja auch schon in den 80er Jahren. Was ist da jetzt Besonderes dran? Man muss es wirklich sehen, man muss sich das mit der Brille anschauen, um zu sehen, dass es wirklich was Besonderes ist. Das ist toll. Also ich habe 3D-Comics oder 3D-Bilder in dieser Art und Weise bisher noch nicht gesehen. Und es ist einfach, wie er diese Unterwasserwelt wirklich zum Leben erweckt, das ist toll. Wir haben uns da auch mit dem Handel was ausgedacht, dass einige Comic-Händler, einige Buchhandlungen, die werden zu diesem Buch 3D-Schaufenster machen. Eben damit man auch ohne jetzt eine 3D-Brille aufzuhaben, diesen 3D-Effekt sehen kann. Das heißt, diese grüne und diese rote Folie eben von innen ins Schaufenster gehängt, dazu zwei DIN A2 Plakate im Schaufenster und das wird wirklich richtig, richtig gut aussehen. Jetzt ist ja eben, aber solche Brillen, das ist ja fast schon anachronistisch. Und heutzutage geht es ja dann doch mit diesen Shutterbrillen oder mit der Polarität dann. Im Kino sieht man das ja mit den Polaritätsbrillen. Wäre das da nicht ein bisschen einfacher gewesen, das sowas zu machen und auch farbenfroher? Ich habe keine Ahnung, wie das im Comic-Bereich so letzten Endes funktioniert. Als gedrucktes Buch schwierig, wenn man dann vielleicht mit E-Books digital auf irgendeine Art und Weise damit anfängt. Vielleicht, aber soweit sind wir bei Reprodukt auf alle Fälle noch nicht. Das wird wahrscheinlich noch Jahrzehnte dauern. Sind wir mal gespannt, wie sich die Technik da weiterentwickelt. Mal gucken, ob es vielleicht irgendwann mal ein iPad mit 3D gibt oder ein Samsung-Pad oder wie auch immer. Dann hast du noch was mitgebracht, das ist Schönheit. Ja, das ist der andere Titel, der direkt auf die Messe geliefert worden ist. Der neue Band von Hubert und Kerasquet. Kerasquet ist einigen Leuten vielleicht ein Begriff von dem Band Jenseits, den die zusammen mit Fehlmann gemacht haben oder eben von dieser Serie, wo sie schon mit Hubert zusammengearbeitet haben, Fräulein Rühr mich nicht an, und das ist jetzt eine abgeschlossene Geschichte. Aber es gibt einen weiteren Band dazu. Nein, das ist, oder? Das haben wir jetzt eigentlich so zum ersten Mal gemacht. Es gibt eine, die ich in der Hand habe, die Vorzugsausgabe, die hat ein anderes Cover. Mhm. Und es ist ein nummerierter Druck beigelegt, der sieht so aus. Und das andere ist dann die Normalausgabe? Genau, das andere ist die Normalausgabe.
Und das ist eine sehr, sehr schöne, toll erzählte, ja, märchenhafte Geschichte über ein junges Mädchen, die sich sehr hässlich fühlt, sehr hässlich ist, die dazu noch in der Küche arbeitet, die ganzen Fische sauber machen muss, dementsprechend noch nach Fisch riecht und die irgendwann von einer Fee einen Wunsch erfüllt bekommt und sie wünscht sich, schön zu sein. Diesen Wunsch kann ihr die Fee aber nicht erfüllen. Sie kann nur dafür sorgen, dass andere Menschen sie für schön halten. Deshalb auch die Sache, wenn man sich das Cover anschaut, mit einer sehr schönen Frau. Und auf der anderen Seite eben die Frau, wie sie in Wirklichkeit aussieht. Also kann man sagen, so ein klein bisschen eine Schneewittchen-Geschichte. Von der Art her, ja. Mhm. Es ist schon eben märchenhaft. Es werden dann später Kriege, weil sie die schönste Frau überhaupt ist, deren Ruf ja, über alle Landesgrenzen geht. Ein tolles Buch. Gut. Kann man nur empfehlen. Ihr macht ja doch recht künstlerische Sachen, also nicht unbedingt Mainstream. Wird das auch weiterhin euer Schwerpunkt sein, dass es eher in die künstlerische Ecke geht? Ich weiß nicht, was in Deutschland letzten Endes Mainstream ist. Mainstream ist maximal Asterix oder die lustigen Taschenbücher. Alles, was davon abweicht, ist ja dann im Grunde genommen schon nicht mehr Mainstream. Ich merke das schon, dass die Autoren von uns immer besser ankommen. Also jemand wie Guy Delisle mit seinen Reiseberichten, Aufzeichnungen aus Jerusalem, ist auf alle Fälle Mainstream. Es sind schon von Aufzeichnungen aus Jerusalem haben wir mittlerweile über 10.000 Stück verkauft. Also das ist auch im Comic-Bereich, im Graphic-Novel-Bereich ziemlich, ziemlich gut. Natürlich sind es zwischendrin auch Bücher, die ein bisschen sperriger sind, die eher in diese künstlerische Richtung gehen. Wir versuchen es einfach ausgewogen zu gestalten. Immer wieder Bücher dabei zu haben, die auch ein größeres Potenzial haben, aber eben auch tolle Bücher von interessanten, auch neuen Autoren zu machen. Du hast es angesprochen, Graphic Novels. Das ist ja ein großes Thema. Vorhin gab es dazu auch noch ein Comic-Frühstück. Es ist aber ein künstliches Thema. Warum hat man eigentlich dieses Genre kann man es fast nicht nennen, aber diese Art der Comics fast schon erfunden? Warum ist das notwendig geworden? Naja, im Grunde genommen war es so, wir von Reprodukt, wir haben einfach gemerkt, unsere Bücher tun sich im Comichandel auf alle Fälle schwer. Wenn wir selbst auf irgendwelchen Buchfestivals oder anderen Veranstaltungen waren, haben wir sehr wohl ein Publikum gesehen, die begeistert waren von diesen Büchern, von den Zeichnungen, von der Herangehensweise, ob das Journalisten waren, ob das einfach nur Leser waren. Und es hat einfach so nicht stattgefunden. Das ging anderen Verlagen wie Edition Moderne oder Avant oder Carlsen, das ging denen auch so. Auch anderen Comiczeichnern, jemand wie Reinhard Kleist zum Beispiel oder wie Flix. Die hatten einfach im reinen Comic-Bereich hatten die definitiv Probleme, ihre Sachen einfach so an ein genügend großes Publikum irgendwie zu bekommen. Und dann ist es so, dass mit dem Begriff Comic natürlich auch Bilder verknüpft sind oder Vorurteile verknüpft sind. Wie wenn man Comic sagt, denkt man automatisch an Gallier, Enten, Superhelden, lustig, Knollennasen, solche Sachen. Und das ist alles in Ordnung. Ich meine, die Karl-Barks-Geschichten sind großartig. Asterix macht unglaublich viel Spaß zu lesen. Aber es hat mit Maus jetzt, dem prominentesten Beispiel, oder Persepolis, hat das relativ wenig zu tun. Einfach von der Art und Weise, wie diese Geschichten erzählt werden. Und beides läuft unter dem Begriff Comic. Genauso im Fernsehen, wie es eigentlich ist, eine Fernsehserie wie Die Lindenstraße hat mit den Mad Men oder The Wire sehr wenig zu tun. Beides ist eine Fernsehserie. Das ist letzten Endes ein Vermarktungsproblem. Und das wurde versucht mit dem Begriff Graphic Novel zu lösen. Und das ist auf alle Fälle sehr gut gelungen.
Auf der anderen Seite habe ich nicht das Gefühl, dass dem in Anführungszeichen normalen Comic oder dem franco-belgischen Comic dadurch in irgendeiner Art und Weise irgendetwas abgegraben wird. Im Gegenteil. Also ich glaube, dass es durch diese Stärkung der, der Graphic Novel, dass dort im Buchhandel Verkaufsstellen geschaffen werden, die natürlich auch mit Comics besetzt werden können. Es müssen dann natürlich auch Stoffe sein, die in die Buchhandlung passen, die Buchhändler interessieren können, die es natürlich gibt, deshalb an den Verlagen eben auch diesen Platz sich zu erkämpfen. Aber das ist möglich und es werden definitiv nicht weniger Comics verkauft, weil Graphic Novels auf einmal besonders herausgestellt werden. Es ist viel eher so, dass durch Graphic Novels noch nicht Comicleser zu den Comics gebracht werden. Und da ist es dann eben auch die Möglichkeit für Comic-Händler oder eben auch Comic-Verlage, die anzusprechen und denen andere Comics an die Hand zu geben. Und die Leute verlieren auf alle Fälle die Scheu vor gezeichneten Geschichten. Deshalb finde ich das nach wie vor sehr, sehr gut und nach wie vor immer noch auch sehr nötig. Das ist natürlich wahrscheinlich auch falsch, wenn man jetzt sagt, Graphic Novels sind einfach eine Marketingstrategie. Das entspricht nicht ganz dem, was es nun mal ist. Es ist ja im Prinzip auch in gewisser Weise eine inhaltliche Vorgabe. Jetzt wart ihr ein Vorreiter der Graphic Novels, kann man ruhig sagen, in Deutschland. Und Egmont hat nun auch ein eigenes Label gegründet. Das ist doch irgendwo so eine Bestätigung dessen, dass man richtig gelegen hat vor ein paar Jahren. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite bringt einem sowas natürlich nicht viel, dann vor Jahren richtig gelegen zu haben damit. Es ist einfach schön zu sehen, dass sich deutlich mehr Leute mittlerweile für Graphic Novels interessieren. Neben Egmont sind es natürlich auch weitere Verlage, die anfangen, Graphic Novels in ihr Programm aufzunehmen. Was letzten Endes bei rauskommt, muss man sehen. Also man muss im Graphic Novel Markt auf alle Fälle auch schon schauen, wie sich das letzten Endes verkauft. Und man muss hart dafür arbeiten. Das glaube ich gern. Jetzt habt ihr letztes Jahr einen neuen Trend angestoßen, eine neue Vermarktungsstrategie vielleicht auch, nämlich Kindercomics. Es ist ja mit Sicherheit wichtig, neue Leser heranzuziehen. Und das dürfte ja auch mit der Grund gewesen sein, warum ihr da eingestiegen seid, oder? Es hört sich so ein bisschen, oder es fühlt sich so an, als ob wir jetzt ja schon fast über ein Jahr Kindercomics machen, aber eigentlich haben die erst im März Premiere gehabt. Also das ist ein bisschen über ein halbes Jahr, dass die Bücher auf dem Markt sind. Auf der Buchmesse vor einem Jahr wurde es einfach vorgestellt. Nein, auf der Buchmesse in Leipzig. Also im März 2013 haben wir die Bücher vorgestellt. Wirklich sind die Bücher erschienen. Aber das erste Prospekt lag hier auf der Buchmesse in Frankfurt aus. Stimmt. Verzeihung. Ja, der Ankündigungsflyer, das stimmt. Ich hatte das Comic-Frühstück, wo es eben auch um Kindercomics ging. Ich glaube, auf der einen Seite geht es uns gar nicht mal so sehr, Kinder an Comics ranzuführen. Natürlich ist es eine schöne Sache, weil Comics eine schöne Sache sind. Aber wir machen das hauptsächlich, weil die Kindercomics an sich einfach toll sind. Es macht unglaublich viel Spaß, Kindern dabei zuzuschauen, wie sie sich einen Comic nehmen, wie sie den alleine dann lesen können. Wenn man so einen wortlosen Comic ein-, zweimal mit denen durchgelesen hat, in Anführungszeichen, also erklärt hat, was in den einzelnen Bildern passiert und dann sieht, wie die sich das mit 3-4 Jahren selbstständig erschließen, diese Freude, die auch bei haben, diesen Spaß, das ist an sich schon unglaublich toll. Natürlich ist es so, dass die über diese Kindercomics auch einfach so eine vielleicht auch ja, Vorliebe für Comics einfach so entwickeln oder behalten. Aber für uns ist es wichtig, einfach auch schon tolle Kindercomics für Kinder zu machen. Und wenn die danach aufhören, Comics zu lesen, haben sie auf jeden Fall wunderschöne Kindercomics gelesen. Das ist im Grunde genommen so die Sache. Das andere hört sich so ein bisschen, finde ich, immer an wie der Drogenhändler, der versucht, sich die Kunden ranzuziehen. Nein, also Drogenhändler noch nicht. Nein, nein. Aber es ist schon wichtig, auch einen Nachwuchs zu haben.
Denn gerade im franco-belgischen Bereich habe ich doch manchmal den Eindruck, da kommen jetzt nicht unbedingt die Jugend hinterher und sagt, ah toll, wir haben jetzt was Neues gefunden, möchten das auch lesen, sondern das sind doch eher Leser, auch in meinem Alter, die in 20, 30 Jahren aber dann vielleicht nicht mehr da sind. Insofern ist es ja auch wichtig, den Nachwuchs irgendwo zu fördern, oder? Ja, aber ich glaube, den Comic-lesenden Nachwuchs, den kann man im Grunde genommen nicht großartig fördern. Man muss einfach weiterhin, man muss gute Bücher herausbringen, man muss einfach schauen, wo die Leser dafür sind. Und die muss man eben ansprechen. Eine Möglichkeit ist eben diese Graphic Novel-Kampagne unterschiedlicher Verlage, um tatsächlich neue Leser zu finden. Ich selbst merke in der letzten Zeit, dass es immer mehr Interesse eigentlich an Comics gibt. Dass man Comics in der Schule einsetzt, in der Wissensvermittlung. Da gibt es 100.000 Möglichkeiten. Also ich mache mir da eigentlich nicht wirklich irgendwelche Nachwuchssorgen. Das wird von alleine kommen. Wie funktionieren denn eure Kindercomics? Verkaufen die sich gut? Seid ihr zufrieden? Die sind mittlerweile seit einem halben Jahr eben auf dem Markt. Das ist zu früh, um da ein endgültiges Urteil zu fällen. Hilda, dieser All-Age-Titel von Luke Pearson, ist auf alle Fälle sehr, sehr gut gelaufen. Da ist die erste Auflage vergriffen. Die zweite kommt in der nächsten Woche in den Handel. Auch andere Titel sind sehr erfolgreich gelaufen. Von den deutschen Titeln haben wir auch im Ausland eine sehr gute Resonanz bekommen. Wir sind gespannt, wie das weitergeht. Man muss aber auch sagen, das Kinderprogramm hat noch kein Weihnachtsgeschäft gesehen. Die sind im März rausgekommen und generell werden ja sowieso eher zu Weihnachten rum die Bücher auch verschenkt. Und da bin ich auch gespannt, wie sich die Kindercomics da schlagen. Es ist auf alle Fälle schön zu sehen, wie die Bücher bei den Lesern tatsächlich ankommen. Also wenn wir Fanpost in den Verlag bekommen oder jetzt wie auf dem Comic Festival in Hamburg dann mit den kleinen Lesern zu tun haben, die vollkommen begeistert sind von der kleine Strubel, also selbst noch nicht wirklich lesen können, aber eben die Geschichten von der kleine Strubel lesen können, das macht Spaß. Reden wir noch ein bisschen über die Zukunft. Was erwartet uns in der Zukunft von euch? Gibt es irgendwelche ganz neuen Projekte? Ja, es gibt einiges. Es wird Ende des Jahres wird es auf alle Fälle die Vorschau geben, wo wir die Titel dann bekannt geben werden. Es ist ein bisschen was erzählen. Es ist kein Geheimnis, dass Marvel an einem neuen Buch sitzt, seiner ersten Graphic Novel seit gefühlten 10 Jahren, aber ich glaube, es sind mittlerweile 7 Jahre, die wir auf ein Buch von Marvel warten. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Das wird 270 Seiten haben. Kinderland heißen, das erste Mal nicht autobiografisch sein und das wird klasse. Immerhin einen Titel hast du mal verraten. Ja, man muss einfach mal versuchen, die Würmer aus der Nase zu ziehen. So einfach ist es. Ja, prima, dann bin ich einfach mal gespannt und wir werden uns sicher mal wieder nachfragen, wie es mit den Kindercomics gerade im Weihnachtsgeschäft dann auch gelaufen ist. Und ich bin gespannt auf das nächste Programm, auf die nächsten Titel, die ihr rausbringt. Es ist immer spannend zu sehen, was bei euch kommt, denn es sind einfach nicht irgendwelche Serien, die nur fortgesetzt werden, sondern es ist immer wieder etwas Neues. Und das finde ich bei Reprodukt so faszinierend und ich denke, da sollte einfach mal jeder mal reinschauen. Ihr seid hier in der Halle 4.1. Genau, 4.1D, ich meine 31. Und wer am Wochenende einfach mal vorbeischauen möchte, soll das mal tun, soll sich mal alle Bücher anschauen. Und vielleicht auch mal mit dir sprechen, denn du bist da bestimmt auch noch da und stehst zur Verfügung. Ja, klar. Gut, prima. Vielen Dank.